Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Generell laden wir auf Thirsty immer ein Video pro Tag hoch. 16 Uhr immer, ne? Wer Spaß an Among Us hat. Ja, ganz viel Liebe. Danke für den Support. Könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, würde ich mich freuen. Den einzig anderen in der Trap rausgenommen und die zweite hat beide Bösen und den nochmal erwischt gehabt. Ich bin, also ich war mir so unsicher, ob du den Trapper-Call diesmal echt richtig machst oder ob du geschifft hast in irgendwelche anderen. Ich habe eine Rolle aus der Trap von davor gecallt, aber nicht die, die zweimal drin war. Also ich habe in dem Moment, ich glaube, Dashers Rolle verraten mit dem Seher. So? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich war dann warst du Deputy warst. Deputy, nicht Sheriff. Ja, genau. Ja, okay, dann war es uns mal mehr Rolle. Aber also ich muss sagen, ich hätte es Knechti gegönnt, weil Knechti hat da durchgeschnetzelt. Viel Spaß. Überall stand nur getötet. Jonef, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du mit dabei bist. Danke für den Werk-Command. Neutral, also komm, gönn mal eine geile Rolle jetzt. Junge Jester, let's go, let's go. Clowns Nase Thirsty ist wieder on the road. Freunde, wir setzen uns aufs Einrad drauf. Der Flash kommt. Hi. Hallo. Hi, Leute. So. Freunde, wahrscheinlich hat V.O. Geld. Okay. Oh, Thirsty, ich check nicht, Video. Also, was bei dir im Kopf teilweise los ist, verstehe ich nicht. So, wir waren in O2 zusammen. Ich bin mit euch rausgelaufen, unten an den Pylonen, weil ich den Pylonen gemacht habe. Ihr seid nach rechts weitergelaufen. Ich bin dann, wo du zurückgekommen bist, vom Pylonen losgelaufen, weil das war direkt nachdem die Task fertig ist, und bin nicht gekreuzt. Wer noch im O2 war, war Kleur. Und so. Und ich habe mir gedacht, oh, er hat keine Angst mehr vor mir, weil ich ihm gesagt habe, ich kill ihn jetzt überall. Aber er hatte eh ein First-Kill-Shield. So, also ich hätte dich und Knechte für den Kill rausgenommen und hätte Glör in den Topf geworfen, ehrlich gesagt. Smaggy würde ich auch noch rausnehmen, der war in Koms. Das stimmt. Also, wer ist es jetzt, Terst oder V.O.? Terst hat den Kill nicht gemacht, okay. Knechte hat den Kill auch nicht gemacht. Ich denke, dass Glör den gemacht hat, also er sagt auch gar nichts zum Kill, weil er liegt ja in O2. Dich haben wir auf jeden Fall dann zurückgelassen. Eine gesittete und zivilisierte Konversation beherrscht nur ein weniger. Das bin ich. Ich bin ein Warlock. Hat er gerade ein wenige gesagt? Ein wenige. Ich war gewarlockt. Und meine wurde an mir getötet. Das heißt, der Warlock hat sich meines Körpers erobert und hat diesen genutzt, um zu töten. Bemächtigt. Dann kann ich nur Terster rausnehmen, weil Terster ist... Garten hier, ne? Also die Sache ist, die Faro kam halt von der Leiche weggelaufen. Also der kann auch gebissen haben. Ein Warlock. Terster, Klör sagt gerade, der ist an ihm umgefallen. Warlock, ja, aber warum sagst du das denn jetzt, Faro? Ich verstehe, ich check's nicht. Ja, er kann schon auch da gekillt haben. Wurde Smaggy gegessen? Ja, ich hab ihn vorhin einfach als Deputy gecallt, weil ich dachte, er war das mit dem Handschellen. Wirklich. Ich wusste nicht, dass das stimmt. So, warte mal. Okay, wir haben Faru schon mal so ein bisschen, ich sag mal, wir haben den Ofen schon mal leicht angeheizt, ja? Weil Faru fängt nämlich schon ein bisschen an zu brodeln. Ne? Das Wasser ist noch nicht bei 100 Grad und kocht noch nicht über. Aber auf jeden Fall, wir haben schon mal so eine Grundstimmung bei Faro erzeugt, auf die sich jetzt auf jeden Fall aufbauen lässt in den nächsten Meetings.
Wir müssen halt jetzt nochmal irgendwie sehen, dass Faro irgendwo in der Nähe von im Kill ist. Wait. Wer hat gerade Lights gemacht? Ich. Viele. Okay, Faro und ich halt zusammen. Ich hab's alleine gemacht, ihr kamt danach alleine, wo es wieder an war. Weiter. Du bist gar nicht da gewesen. Ich stand doch nicht. Ja, war gar nicht da. Nee, Katze und Terste waren durchgelaufen. Da. Wollte auch? Nicht. Wollte. Terste ist auch noch gekommen, ja, rechts rein. Ich kann sagen, weil ich war nämlich da. Du warst wo? Nicht da. Auf keinen wo? Fall, Claire. Ich war da. Nein. Okay, irgendeiner labert hier ganz schöne Scheiße. Wollte ist mit zu mir reingekommen und sowas in Licht. Und Terste kam dann noch von rechts, Katze kam noch von links. Das sind die einzigen, die da waren. Terste kam von rechts. Genau, wo ist der Kill überhaupt? Ich hab nicht gekillt. Ja, im Lab, vor der Upper Deacon. Und der ist schon... Da war ich gar nicht, so ich war im Electrical gerade. Also während des Lights Out ist er gestorben. Oh. Ja, da war ich doch bei euch am Kasten. Nee, aber am Kasten war ja doch du gar nicht da, oder doch? Nee, der kam erst, du kamst erst ganz danach, Terste. Und du, Terste, ich glaube sogar, wenn der älter ist, der Kill, dass du gerade auf deinen Cooldown gewartet hast, weil ich bin nach Storage schreien, du hast dich vor die Storage-Tür hingestellt, sondern ich glaube, dass du da gewartet hast, dass dein Cooldown wieder angeht. Hä, was hast du denn jetzt mit Warlock? Was sind das denn jetzt hier für Unterstellungen mit Cooldown? Also das Gefühl hatte ich gerade eben, dass du mich da killen willst. Aber okay, wir waren... Fangen wir an, die Gefühle zu callen. Aber ist ja kein Beweis. Paro, wir waren doch gerade mit dir und Katze oder so im Electrical zusammen. Ja, du bist reingekommen, wo wir schon rausgelaufen sind, also wo das Licht gefixt war schon. Katze war doch auch da. Ja, ich war dort. Also wir können uns doch rausnehmen eigentlich. Nein, weil... Warum ich meine, ich habe davor ja auch gekillt und habe es bis dahin geschafft. Von dem her kannst du es ja auch geschafft haben. Also, ich spüre richtig, wie der Wind sich langsam aufbaut. Ne, ist das geil. Josh, jetzt ja auch. Ich weiß nicht, was mit Faro hier ist. Keine Ahnung. Ich stand übrigens in der Trap oben, Electrical. Ich weiß. An den Trapper. Ey, Junge, was? Alter, was? Scheiße, fast gewonnen. Wild. Wie einfach keine Sau votet, what? Ah, fast gewonnen. Ich muss rausgevotet werden. Meine Rolle ist, wenn ich rausgevotet werde im Meeting, gewinne ich. Deshalb laber ich nur Scheiße. Dem Kreativling. Ganz viel liebe Dank für den Follow. Ich glaube, Katze stand da gerade sehr sass. No. Okay, also Wolde liegt in der oberen Deacon. Ist der Buchstabe des Alphabets, den ich am wenigsten mag. O? Also die Sache ist die, als das Licht aus war, da habe ich das Licht gefixt. Und Faro kam verspätet in Electrical rein, jetzt gerade. Und Katze war, glaube ich, auch da wieder. Ich habe Download oben gemacht die ganze Zeit, während Licht aus war. Also wenn ihr da rumgestiefelt seid, kann ja, sein. Ne? Du warst, glaube ich, auch da. Ja. So, und Faro könnte aus... Lab gekommen sein. Ich habe Faro auf den Kika hier. Du bist geistfrank Lost Chester. Also du bist mit Sicherheit entweder Chester oder böse. Aber egal. Jetzt gehen wir mal darauf hin, dass Claire wahrscheinlich auch im Lab liegt, weil er ist nämlich, wo ich in Storage... Ja, weil ich dich enttarnt habe, ne? ...fertig zu machen, ist der über Storage gelaufen. Ich denke, der wird auch in Lab sein. Das heißt, wir haben zwei Leichen im Lab. Katze war im Licht mit mir und Terste. Das heißt, Shoshi oder Zayana, ihr müsst da auch gekillt haben. Also, Claire habe ich da nicht gesehen. Ne? Ich bin im Lab rein. Claire habe ich da nicht gesehen. Also, ich habe gesagt, der liegt nicht im Lab. Ich glaube, dass Terste den zweiten irgendwo unten in Office gemacht hat oder sowas.
Aber wie gesagt, Joshin, Sayana ist jetzt hier der wichtige Call. Ich glaube, dass ihr beide da gekillt habt. Nee, ich habe Weapons gemacht und bin in Natur reingelaufen. Oh ja, das war links. Ja. Also ich bin auch erst gerade jetzt in Lab rein. Ja, mein Würfli, alles ist gut. Alter. Terste, was hast du gesagt? Also ich weiß nicht genau, Claire hätte auch runtergehen können, ne? Ich werde hier Shoshi voten. Ja, das ist nicht so smart. Ich hab Terste gewotet. Tiebreaker! Ja, das, Ich will halt nicht selber fliegen, ich weiß nicht, wer es ist. Krass, echt. Also, Clowns Nase wieder. Ja, aber das Ding ist sauber, ich kann wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Wahrscheinlich kann ich leider nicht mehr gewinnen. CNB King, vielen Dank für den Follow. Da unten ist wieder Katze. Hä? Den Bait getötet? No. Löschen. So. Das ist jetzt schwierig. Tach. Weil, es war so, Kerstin war am Anfang vor Lab bei mir. Ist aber nicht mit reingelaufen, sondern ist nach unten Richtung Lifeline gelaufen. Dann haben wir gedacht, ich guck mal, ob der da irgendwo gekillt hat. Und jetzt liegt halt im Gang zwischen Lifeline und Office, also Office und Admin. Man hört die Admin. Ich hab da nichts gegen, aber man hört's halt auch. Liegt der Kill von Sayana. Erste. Alles so. Ja, ich war bei Lifeline, aber da war keiner tot. Hallo. Ich bin mit Sayana hochgelaufen. Hallo. Dann bin ich aber ins Dropship weitergelaufen und bin da dann letztendlich stehen geblieben. Hallo. Bin kurz einmal was nachschauen gegangen und bin gerade wieder zurückgelaufen. Also ich stehe jetzt schon in ich stehe schon in Koms gerade. Also ja. Hallo. Ich werde jetzt hier auch Terste voten. Weil ich denke, dass er Faro, du beißt dich wieder fest. Bist du dir sicher, dass es Terste und nicht Marie ist? Faro, du beißt dich fest. Ich glaube, dass die beide sind. Hallo. Oh. Ich will eigentlich am liebsten Items voten. Ich weiß nicht. Irgendwie. Keiner. Ich habe Shoshi nicht einmal gesehen, glaube ich, die Runde. Hast du die Augen zu? Ich war mit Sayana, also. Und dann bin ich halt ins Dropship hoch und bin da stehen geblieben. Sayana ist irgendwo hin dann. Also, folgende Situation. Ich bin fein mit beiden Votes, warum? Bin ich ganz ehrlich. Das Einzige, was ich habe, ist, ich weiß, wenn wir Shoshi früher voten, kriege ich früher Essen. Also. Ja, komm, dann. Für deinen Hunger vote ich Shoshi mit dir. Danke. Items kommen. Für deinen Hunger kriegst du Shoshi geworden. Jetzt erst, bist du der Böse oder nicht? Weil wenn du nicht der Böse bist, ist es halt Shoshi. Faro und ich können uns halt legit sehr, sehr gut rausnehmen eigentlich. Rausnehmen kann ich dich auch nicht. Also da unten könntest auch du gekillt haben, aber ich... Mann, Items! Halt so, ne? Sonst hätte ich gewonnen jetzt, Junge! Sonst hätte ich doch gewonnen jetzt! Was soll das hier mit das Shoshi voten? Dann krieg ich Essen. Mit Essen hast du mich bekommen, Katze, sorry. Eieiei. Okay, aber ich bin immer noch im Game. Ich bin immer noch... Wir müssen halt buzzern jetzt. Aber er killt halt jetzt. Er killt... Items killt jetzt und dann ist halt vorbei. V muss buzzern, V muss besser... Ja! Was habt ihr da jetzt für eine Karawane gemacht? Oh, ich hatte so Angst, dass der mir jetzt nur absticht. Also ihr seid halt alle schnurstracks hintereinander. Ich bin euch noch hinterhergelaufen, wollte sehen, was passiert. Ich habe so ein bisschen gefiebert. Oh, ihr macht mich fertig. Das ist halt ein Banger. Ich hab dich unten stehen sehen, hab mir gedacht. Ich hab V gebaut, also kann nur V sein. Ganz einfach. Genau, erste Runde V schon. Den Button, statt zu killen, ja. Faro, erste Runde. Ja, du machst halt einfach ein Play. Warte mal ganz kurz. Du hast gerade mit mir Shoshi gewotet. Ich habe mit dir Shoshi gewotet. Shoshi hat mich gewotet. Nee, Shoshi hat Terste gewotet. Nee, Shoshi hat nämlich gesagt, wenn ich Terste gewotet hätte, wäre es wieder ausgeglichen. Das heißt, Terste ist an der Stelle der Chester
Und damit GZ an dich. Ich vote dich, Katze, weil du der Böse bist. Und er hat sich nämlich selbst gewotet. Und jetzt kannst du einfach ausgleichen, indem du auf mich votest oder Terst in den Wind. Katze, können wir einfach Faro voten, bitte? Das Problem an der ganzen Geschichte, Faro, ist, dass wenn er der Ding ist, ist er auch der Tiebreaker. Oder wenn wir hier ausgleichen würden, würde er dann als Jester so oder so gewinnen. Ja, weil Josh hätte noch gesagt, wenn ich Terste gewotet hätte, wäre es ausgeglichen. Ich weiß, du hast jetzt schon gewotet, aber ich bin nicht böse. Also ich tapfe. Aber es gibt keinen anderen Weg, weil er hat sich selbst gewotet. Marie hat doch am Ende gesagt, hätte sie noch Terste gewotet. Bedeutet, Marie hat mich gewotet. Genau. Ich habe Terste gewotet. Sie hat dich gewotet? Nee, du hast mit mir Schosche gewotet. Du hast gesagt, ich wollte doch nicht Schosche. Ich will doch heute noch was zu essen haben. Ich bin du hast doch gesagt, du willst schneller essen. Ja, natürlich, aber ich will doch was essen. Ich habe das nur vorgeschlagen, geguckt, wer drauf votet. Terste hat Marie mitgewotet. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe jetzt schon gewotet. Macht, was ihr wollt. Mir egal, scheiß drauf. War auch so, aber lass V. Können wir einfach V voten, bitte? Und da hat der Tiebreaker Jester gewonnen. Er hat sich selbst gewotet. Ey, ich bin kein Tiebreaker. Oh, wild. Junge, diese Scheiße da mit Marie kochen und essen hat mich gefickt. Sonst hätte ich gewonnen. Weil Faro hätte mich gewonnen, gewotet. Dann wären 2 Votes auf mir gewesen. Ah, so close, Junge. Wegen so einem Trollcall. Scheiße, Junge. Ach, wegen so einem Trollcall. Das war so gut aufgebaut alles. Das war so gut aufgehört. Kann er bitte jetzt einfach irgendwie Reaktor callen und gewinnen? Hallo? Oh Mann, Terste. Also ich hätte halt gewonnen, aber wegen diesem Trollcall, lass Marie voten, ich will essen, habe ich nicht gewonnen. Wegen so einem Müll. Sonst hätte Faro safe mich gewotet. Ich hab die Provokation 5 Runden aufgebaut auf Faro, dass der sich festbeißt in eine Wade. Und es hat alles funktioniert. Und deswegen habe ich verloren. Wir merken, aber nicht. Bei Faro schlägt Essen den Hass. Das ist gut. Ah, nee, Junge. Scheiße, Mann. Ja, fuck. Freunde an der Stelle, hallo YouTube. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Mir hat sie nicht gefallen. Lasst ein Abo da, bitte, und supportet den Channel. Ich verpiss mich. Junge, es kracht geisteskrank, wirklich. Holy shit.